Inside the Tanzschule. Ich habe es mit Absicht so ein bisschen gestückelt genommen. So geht empathischer Kundenumgang in anstrengenden Zeiten. Denn ja, wir haben anstrengende Zeiten. Und wer mich noch nicht kennt, ich bin von Haus aus Tanzlehrerin und Tanzpädagogin und seit ja, über anderthalb Jahren arbeite ich als Mentorin für Tanzunterrichtende. Das heißt, ich habe mich für Tanzunterrichtende schon immer interessiert, weil ich ja selber eine bin, ja. Aber mit dem Lockdown und mit der Tanzschulschließung, mit meiner Tanzschulschließung, die ich hier in Düsseldorf-Geresheim meine Tanzschule hatte und die geschlossen habe, war für mich einfach nochmal die Gelegenheit tatsächlich zu schauen, wo möchte ich noch tätig sein. Und das ist ganz klar für mich, Tanzunterrichtende zu unterstützen. Mit oder ohne Ausbildung, im Nebenberuf oder im Hauptberuf oder mit und ohne Tanzschule, ganz egal, ja, vorher Tänzer gewesen oder nicht, das ist für mich alles gleich wichtig. Und ich bin genauso jemand, der die Tanzwelt unterstützt, weil ich der Meinung bin, dass wir viel, viel mehr Mitstreiter sein sollten als Konkurrenz. Und ich weiß, dass all diejenigen hier sind, ziemlich im ähnlichen Spirit sind wie ich. Und Empathie ist etwas, was es gerade aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr stark braucht. Und jetzt teile ich mit euch eine Erfahrung, die mich selber an meine Grenze gebracht hat. Ich bin Vollzeit-Empathin. Ich will noch nicht sagen Berufsempathin, aber es fließt sehr stark in meinen Beruf ein. Als Tanzlehrerin, wie als auch als Mentorin. Und als Mentorin bin ich gerade mehr gefragt, wenn wir dann jede Woche uns treffen in den Seminaren oder Q&As und die Tanzlehrer sich manchmal ausschütten mit ihren Sachen und ich dann was teilen darf. Aber ich werde auch ab und zu nochmal an die Grenzen meiner eigenen Arbeit geführt und hatte vor 3 Wochen eine Situation in der Tanzschule, die mich wirklich extrem unter Druck gesetzt hat. Sehr, sehr unter Druck. Ich hatte eine Tanzstunde für Kinder. Die sind in dem Alter 3 bis 4. Und das Mädchen, was neu kam zur Probestunde, war ohne Mama da. Zur Probestunde dürfen die bei uns mit rein. Wir haben einen riesigen Raum. Die sitzen also 50.000 Meter alle voneinander entfernt. Das ist kein Problem. Vorteil von großen Tanzsälen. Und das Ding war, ich hatte an dem Tag wenig von denen, die mit mir im September gestartet hatten, da. Ich glaube nur so 3. Ich hatte insgesamt 5 Probestunden, was ja schön ist, dass die Kinder nach wie vor noch gebracht werden. Und ich hatte das Mädchen, das ohne Mama da war. Du fragst mich zu Recht, warum war das ohne Mama da? War der Papa da? Nein, der war nicht da, die war ganz alleine da. Beziehungsweise die Mutter hatte einer Freundin das Kind mitgegeben, die mit ihrem Kind da war. Und es war eh schon viel los. Ich mag die Situation nicht. Vielleicht kennst du das von dir auch, wenn dann so viele Probeschüler da sind. Und so viele Erwachsene noch im Raum sind, in Anführungsstrichen viel, ja. Also es ist nicht viel für Corona-Zeit, aber wenig Kerngruppe, viele neue Schüler und dann ein Kind, was ohne da ist, was ich nicht gemerkt hätte, wenn nicht noch Folgendes passiert wäre. Es war ein Flummikind. Ich sage das ganz, ganz, ganz furchtbar liebevoll, ein Flummikind, aber sie hüpfte nur um uns drumherum und meine Leitung war ihr ein Großteil der Tanzstunde so ein bisschen egal, würde ich sagen. Ja, also ich würde sagen, dieses Kind darf noch ein paar Sachen entwickeln, nämlich, dass man mit der Gruppe mitmacht zum Beispiel. Ja, und ich reagiere dann auch. Ne, ich kann Eltern sehr, sehr gut noch mal erzählen oder sagen, dass sie Geräuschpegel bitte runtersetzen, weil in diesem großen Tanz halt natürlich auch dann ein bisschen schnell. Und ich war auf der Suche nach dieser Mutter. Dann habe ich rausgekriegt, während ich so unterrichtete mit 5, 9 Kindern, dann habe ich rausgekriegt, die Mutter ist nicht da. Es gibt auch keinen Vater. Und dann schickte ich meine Assistentin glücklicherweise noch, ne, 50.000 Meter noch vor bis zum Empfang, um einfach dort dafür zu sorgen, dass die Mutter irgendwie da herkommt und das Kind so ein bisschen zu sich nimmt, um der Kleinen Sicherheit zu geben. Ich glaube, die war einfach nur sehr unsicher und desorientiert, weil wenn Kinder in sehr große Tanzsäle reinkommen, dann führt das bei manchen Kindern einfach so ein bisschen zum Verlorenheitsgefühl und dann braucht es einfach diese Sicherheitsperson. Und das Ende vom Lied war, ich unterrichtete und unterrichtete mir den Leib aus der Seele, aber die Mutter kam nicht. Und ich wusste nicht warum.
Ich wusste nicht, warum sie das macht. Und ich war so ein bisschen sauer. Wieso kann sie das ihrem Kind antun, ne? Dass sie das jetzt nicht holt? Und das Kind störte wirklich. Ja, also es war, ich glaube, seit Jahren die störungsreichste Unterrichtssituation ever. Ja, mein Stresspegel, der war so oben. Und ich hatte so komplett die Kontenance. Das war nicht, glaube ich, so viel äußerlich zu sehen. Ja, manchmal wird ja dann mir nach solchen Stunden dann noch nachgesagt, sind die geilsten Stunden gewesen oder so, wo ich immer so denke, nein. Nein, 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 nein. Also ich habe wirklich extrem geschwitzt. So schwitze ich eigentlich nicht. Und nach dieser Stunde war ich extrem froh, dass sie zu Ende war. Und ich glaube auch, dass der Großteil dieser Probeschüler nicht wiedergekommen ist. Ich habe jedenfalls nur zwei wiedererkannt, jetzt, die sich angemeldet haben. Also es war nicht so schön. Und weißt du, was noch krasser war? Am Ende habe ich herausgefunden, dass die Mutter nicht reinkommen wollte. Die Mama war nicht da, weil sie ihren Zugangsberechtigungsnachweis nicht mit hatte. Ihr wisst ja, wir haben 3G, 2G, 2G Plus und solche schönen Sachen. Und sie hatte eigentlich einen, hatte ihn aber vergessen und kam nicht rein. Das heißt, unsere Mitarbeiterin, meine Kollegin am Tresen, die hat vorne sie reingebeten und sie kam nicht rein. Und erst nach und nach habe ich rausgekriegt, warum sie nicht reinkam. Das Kind hatte sie unter Druck gesetzt, dass sie unbedingt mit zum Tanzen wollte. Und die Mutter hat ihm nachgegeben. Und die kam nicht rein. Die war draußen, stand draußen vor der Tür und kam nicht rein. Auf Bitteln und Betteln meiner Mitarbeiter, beziehungsweise meiner Kollegin, kam sie nicht rein, um das Kind rauszuholen. Und eigentlich war ich stinksauer. Und dann dachte ich mir so, Heidemarie, das bringt dir jetzt mal gar nichts, wenn du dich jetzt wohlflaumst. Ja? Und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe eingeatmet und gesagt, sie hatte ihre Gründe. Ganz wichtig. Egal, in welcher Situation du irgendwann bist, das ist das, was ich für mich mal wieder ganz deutlich spüren durfte, sie hatte ihre Gründe. Finde diese Gründe heraus. Und ich habe sie dann reingebeten, weil zu diesem Bringen und Wiederholen dürfen die Eltern rein, weil das dann einfach notwendig ist. Kinder in dem Alter können sich noch nicht alleine anziehen. Und dann habe ich ganz lieb mit ihr gesprochen, obwohl mir wirklich nicht so danach war. Und ich habe sie gefragt, hey, warum bist denn du nicht reingekommen? Wir haben dich doch reingebeten. Und dann hat sie mir das geschildert, dass sie so unter Druck stand, dass das Kind sie extrem genervt hatte, dass sie zur Tanzstunde wollte, zur Probetanzstunde und sie deswegen das gemacht hat, ohne diesen Nachweis. Und ich habe mir Zeit genommen, obwohl ich danach noch eine Stunde hatte. Ich musste eigentlich wieder rein in den Tanzsaal. Ja, und habe ihr dann Folgendes gesagt. Ich weiß nicht, ob du es erahnst. Ich habe ihr keine Vorwürfe gemacht. Ich habe ihr gesagt, ich brauche dich. Ich brauche dich hier, damit du erstens deinem Kind Sicherheit geben kannst, denn die hatte sie nicht. Sie war wie verloren, wie ein kleiner Hubschrauber durch den ganzen Raum gestrudelt und sie konnte fast nichts für sich mitnehmen. Ich brauche dich, damit du ihr Sicherheit gibst. Und ich brauche dich, damit du mir sagen kannst, ob der Unterricht was für dich ist und für dein Kind. Es ist so wichtig, dass du da bist. Und die Mama guckte mich an, als ob ich vom anderen Stern wäre. Der hat garantiert nicht damit gerechnet, dass ich so liebevoll mit ihr rede und so liebevoll reagiere, wo sie doch vorher mich eigentlich hat abblitzen lassen. Und ich habe ihr noch nicht mal gesagt, sag mal, das ist schon eine freche Nummer, dass du hier vor der Tür stehst, obwohl meine Kollegin dich reinbittet. Was ist denn da los? Ja, das habe ich alles nicht gesagt. Und wir haben im Nachhinein schon für uns festgelegt, keine Probestunde ohne Eltern mehr. Das geht einfach nicht in diesem Alter. Und es geht auch nicht, dass, wenn ich sage, die Mutter muss her, wenn sie nicht kommt, dann muss ich selber noch vor die Tür gehen, weil ich verspreche dir, mit mir wäre sie mitgekommen. Ja. Aber das ist etwas, was so wichtig ist, dass wir anfangen, uns wieder zuzuhören. Wenn du also das nächste Mal in einer Situation bist, wo deine Empathie sehr, sehr gefragt ist und wo du unter Druck bist und wo du das Gefühl hast, also ist es wirklich unmöglich, in was ich hier für eine Situation gekommen bin oder in was für eine Situation mich andere bringen. Das ist völlig unwichtig, weil du bist ein Profi.
Und der Profi fragt nach den Gründen. Und dann hörst du zu. Das ist mein erster Schritt in die Empathie. Der zweite Schritt ist, wenn du das hörst, was sie dir sagt oder was er dir sagt, dann ist es wichtig, nochmal als zweiten Schritt zu wiederholen, was du verstanden hast. Warum ist dieser Schritt so wichtig? Weil die Leute sich zurzeit wenig zuhören. Und weil es wichtig ist, dass du zusammenfasst, was du verstanden hast, um dir nochmal die Bestätigung zu holen, ja, das war das, was ich oder was der andere gesagt hat zu dir. Denn wenn das nicht das ist, was du verstanden hast, was gesagt wurde, dann kannst du hier schon das erste verbale Judo anwenden, wie ich immer sage, und nochmal nachfragen. Aber davor kommt noch beobachten. Während dein Gegenüber dir erzählt, was er für Gründe hat oder was sie für Gründe hat, beobachtest du, wie ist er oder sie emotional drauf. Bringt es den anderen gerade in Schwulitäten, mit dir zu reden? Muss er sich gefühlt rechtfertigen oder ist er entspannt und locker? Das ist wichtig aufzunehmen. Und wenn du dann merkst, okay, das, was ich wiederholt habe, was der andere gesagt hat, das ist nicht so, dass er fühlt sich nicht verstanden, dann frag nach. Okay, dann habe ich dich anscheinend nicht richtig verstanden. Kannst du mir bitte nochmal zusammenfassen, warum du nicht reingekommen bist, als meine Kollegin dich reingebeten hat? Ich habe es wirklich nicht verstanden. Ich möchte es verstehen. Bitte kannst du es mir nochmal erklären? So um jemanden bemüht, in einer Kommunikation zu sein, die vielleicht auch nur 5 Minuten dauert, das ist echte Wertschätzung. Und in dieser Situation war ich immer noch ein bisschen sauer auf sie. Aber ich habe das trotzdem anders gelöst. Und dann ist ein Schritt, den ich dir auch mitgebe. Fünftens, zeig Verständnis. Egal, auf welchen persönlichen Ego-Trip du gerade bist, egal, auf welcher Emotion du gerade bist, du musst in der Lage sein, da ein Zustandsmanagement hinzukriegen. Was heißt du musst? Du darfst, wenn es nicht eskalieren soll. Ja, du weißt, was ich meine. Wenn es deeskalieren soll, dann musst du das wirklich machen. Verständnis zeigen. Aha, ich verstehe, sie sind draußen geblieben aus Angst, ihre Tochter mitzunehmen, dass die dann in Ceder und Mordio macht. Oder ich habe verstanden, dass ihnen das so wichtig war, dass die Kleine dann zu ihrem Tanzvergnügen kommt, dass sie lieber draußen gewartet haben, als sich dieser Situation zu stellen. Oder so ähnlich. Verständnis zeigen. Und dann kommt was ganz, ganz Wichtiges. Was ganz, ganz viele Empathen nicht glauben, dass das möglich ist. Ja, ein Empath ist ja jemand, der nicht nur bereit dazu ist, sondern das auch wirklich emotional kann, sich in jemanden reinversetzen. Ich bin sehr empathisch, aber manchmal bin ich nicht bereit dazu. Ja. Meine Empathie hat auch manchmal Pause. Irgendwann ist der Tag auch zu Ende. So. Aber ich bin prinzipiell bereit dazu. Und das macht meinen Beruf so viel einfacher, dass ich eine Empathin bin. Und ich kann dir sagen, alle Menschen sind von Eizelle, Embryo, in der Lage, empathisch zu sein. Es ist uns angeboren. Es ist eine ganz fabelhafte Eigenschaft von uns Menschen. Das macht das Menschen so einfach. Für die, die es können. Und wenn du dann geboren bist, mit deiner vollen Empathiefähigkeit, zu dem Punkt, an dem du heute stehst, da ist eine Menge dazwischen passiert. Und wenn du heute das Gefühl hast, dass ich etwas jetzt mit dir bespreche, wo du keinen Zugang zu hast, oder sagst, ja, hey, Marisa, alles schön und toll, ich weiß das schon alles, aber ich kann es nicht. Ja, da ist was dazwischen passiert. Meistens sowas wie Schule, Studium, Ausbildung. Und das kann dich verändern. Und je nachdem, wie viele empathische Menschen du in deinem Leben hattest, konntest du weiter empathisch sein und deine Empathiefähigkeit weiter stärken, wie ein Muskel, der sich trainiert. Hattest du aber relativ wenig empathische Menschen in deinem Leben, dann konntest du es nicht weiterentwickeln. Dann hat es sich vielleicht auch zurückentwickelt. Use it or lose it. Und das ist nicht deine Schuld. Das ist das, was ich dir sagen möchte. Es ist nicht deine Schuld. Es ist aber jetzt in deiner Verantwortung.
Der Bewusste ist in der Verantwortung. Und du bist dir deines Unterrichtens bewusst, oder ich gehe jetzt mal davon aus, und auch dem Setting Tanzschule. Das ist mir wichtig, dir mitzugeben. Der Bewusste ist in der Verantwortung. Und deine Empathiefähigkeit lässt sich wieder trainieren. Wann? In jeder nächsten Situation. Ist es einfach? Manchmal schon. Manchmal nicht. Aber es ist immer möglich. Und das, was ich jetzt zusammenfassend auf den Punkt bringen wollte. Manche denken, ich kann entweder empathisch sein und mitfühlen, oder ich sage meine Meinung und meinen Standpunkt. Ja, oder ich bin straight, oder ich leide mit. So, das ist nicht der Fall. Das ist nicht Empathie. Empathie fühlt mit, versetzt sich in die Lage rein, kann es nachvollziehen und kann trotzdem den eigenen Standpunkt klarlegen. Der eigene Standpunkt in meinem Fall war, ich möchte, dass sie wiederkommen. Denn ihre Kleine konnte heute nicht gut mittanzen. Sie hat sie vermisst. Ich möchte, dass sie im Januar wiederkommt. Versprechen Sie mir, dass Sie wiederkommen. Und wir können eine Probestunde nicht mehr ohne Eltern machen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich ihr das gesagt habe, aber das war etwas, was dann für uns wichtig war im Team. Manche Standpunkte sind dann für mich, die ich danach erwerbe, und manche Standpunkte muss ich dem Tanzschüler klar machen. Und die ganze Welt ist gerade wirklich voll von sehr unempathischen Momenten, habe ich das Gefühl. Ich bin aber auch als Empathin so ein bisschen mit so einer Satellitenschüssel ausgestattet und empfange das auch. Und dann schreibe ich manchmal in Facebook-Gruppen oder so nochmal sehr empathische Kommentare, um Situationen zu entschärfen und zu sagen, es geht auch anders. Denn was du jemandem anderes sagst, das sagst du auch immer dir. Du hörst immer mit. Das heißt, überprüfe mal, ob du das, was du jemandem anderes sagst, auch von jemandem anderes hören wollen würdest. Und das verändert viel. Alles, was du jemandem anderes sagst oder antust, ja, Kommunikation kann liebevoll sein, sie kann aber auch sehr gewaltig sein oder gewalttätig. Sagst du immer auch dir selber. Deswegen sprich mit dir liebevoll, achte und wertschätze den anderen, egal in welche Extremsituationen alle gerade sind. Aber du bist der oder die Bewusste. Und deswegen gehst du in die Verantwortung. Und wenn du es ein paar Mal gemacht hast, fühlt sich das wirklich sehr, sehr gut an, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Damit du ein schönes Feeling im Tanzkurs in deiner Tanzschule hast. Empathie ist ein Garant dafür. Das verspreche ich dir.